Liebe Österreicherinnen und Österreicher, unser Land steht vor einem Scheideweg. Gehen wir weiterhin auf den Abgrund zu oder befreien wir uns mutig aus der Mühsal, die uns das politische Establishment täglich aufzwingt? Corona hat uns eindrucksvoll gezeigt, wie rasch Grund- und Freiheitsrechte von vorgeblichen Demokraten gebeugt, ja regelrecht gebrochen, wie an unser Land in eine virologische Demokratur geführt wird. Die in der Regierung und ihrem nahen Umfeld gelebte Korruption führt uns fast täglich vor Augen, welch moralisch verkommene Gestalten es in die höchsten Ämter des Staates gespült hat. Die vorsätzliche Aushöhlung der österreichischen Neutralität, die Teilnahme unseres neutralen Landes an einem Wirtschaftskrieg gegen eines der größten Länder der Welt führt uns nun direkt in die Armut, in die Vernichtung unseres bisherigen Wohlstandes. Sie, sehr geehrte Damen und Herren, allein zur Stunde die höchste Inflation seit dem Zweiten Weltkrieg. Ihr Geld wird immer weniger wert. Die Sanktionen rauben uns allen das Einkommen zum Auskommen. Und als ob das noch nicht genug wäre, haben sich im ersten Halbjahr 2022 die Asylanträge mit 41.100 verdreifacht. Findet hinter der Fassade gänzlich unbemerkt die Fortsetzung des Wir schaffen das Jahres 2015 statt. Die Unterwanderung der Gesellschaft geht weiter. Weil politische Eliten nicht müde werden, das Unintegrierbare integrieren zu wollen, gegenüber Intoleranten tolerant sein wollen. Das Schicksal vieler Menschen, stellvertretend der kleinen Leonie, scheint längst vergessen zu sein. Über den Terroranschlag von Wien als Summe dieser Politik reden wir nicht mehr. Wir blenden den Schrecken aus, hoffen auf bessere Zeiten. Ist es Schicksal, dass wir binnen weniger Jahre in diese Situation geschlittert sind, jede dieser Entwicklungen eine schier unüberwindbare Katastrophe darstellt? Nein, es ist die Summe politischer Fehlentscheidungen, die in der Regierung getroffen werden und der Bundespräsident mit seiner Unterschrift jeweils auf Basis seiner wahren Ideologie unterstützt hat. Kritiker an dieser Spirale des Wahnsinns werden wahlweise als Corona-Leugner, als Putin-Trolle oder als Rassisten diffamiert, sollen in ihrer Meinung neutralisiert werden. Die politische Führung ihrerseits gibt keine Antworten auf das von ihr selbst angerichtete Mehr. Zähne zusammenbeißen, lautet der wohlmeinende Rat, der Appell jenes Bundespräsidenten, der Teil des Problems war und nicht der Lösung. Alkohol und Psychopharmaka empfiehlt der Kanzler. Es offenbart sich eine abgehobene, dekadente, ja selbstverliebte Elite, die von den wahren Lebensumständen unserer Mitbürger keinen blassen Schimmer hat, mehr an die eigene politische Zukunft als an die Zukunftschancen unseres Landes denkt. Am 9. Oktober finden die Wahlen für das Amt des Bundespräsidenten statt. Das ist das erste Mal nach längeren Jahren, dass die Bürgerinnen und Bürger, also Sie, die Chance erhalten, eine Antwort auf diese Entwicklung zu geben. Diese Wahl ist eine Volksabstimmung über das Wesen und Wirken dieser politischen Führung. Ich will für das Amt des Bundespräsidenten kandidieren. Ich muss nicht, aber ich will. Achte jedermanns Vaterland, aber das deinige Liebe. Aus dieser Liebe heraus stelle ich mich in den Dienst. Und wenn auch Sie wollen, dann unterstützen Sie mich mit Ihrer Unterschrift vor dem Gemeindeamt und ermöglichen Sie so, dass unsere zur Wahldemokratie abgestufte Nation von den Fehlentscheidungen, von der Korruption, von den Chaoten und den Korruptionisten, von den Stillstandswahrern und Schweigern endlich befreit wird. Gehen Sie auf www.geraldgroß.at, drucken Sie sich das Formular Unterstützungserklärung aus, gehen Sie auf Ihr Gemeindeamt, unterschreiben Sie und lassen Sie sich Ihre Unterstützung bestätigen. Und schicken Sie mir Ihre Unterstützungserklärung an Gerald Groß, Postfach 60, 8010 Graz. Mein Name ist Gerald Groß und ich will für das Amt des Bundespräsidenten der Republik Österreich kandidieren.